Herzlich willkommen erstmals im neuen KRONE TV Sportstudio. Sie sehen, wir haben ein bisschen aufgerüstet und ich habe mir zur Einweihung quasi zwei spezielle, nämlich hochkarätige Gäste aus der österreichischen Tennisszene eingeladen. Sie sehen es im Hintergrund, natürlich wird uns auch das Thema Dominic Thiem begleiten, nona, wenn es um Tennis und Österreich geht. Das allerdings nur sekundär, denn primär geht es tatsächlich um das ATC, also das Austrian Tennis Committee, landläufig bekannt als die neue Tennisakademie des Team. Und deren Präsidentin hat den Weg zu uns gefunden. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Barbara Muhr. Dankeschön für die Einladung. Und an Ihrer Seite der sportliche Leiter des ATC, Papa von Dominic Thiem, Wolfgang Thiem. Hallo. Hallo. Er genießt schon ein bisschen Heimvorteil. Nicht unmittelbar in diesem Studio, aber vor wenigen Wochen haben wir Sie noch im alten Studio begrüßen dürfen. Es ist schon ein bisschen gemütlicher da, oder? Da ist wunderbar. Also ich habe mich gleich wohlgefühlt. Ich mag mit Ihnen beginnen, naheliegenderweise. Dominic Thiem wurde ja vor kurzem zu Österreichs Sportler des Jahres gekürt. Wurde nach der Gala noch ein bisschen angestoßen oder ging es gleich ab ins Bett und dann weiter zum Flughafen für den Dominic? Relativ rasch eigentlich nach Hause. Es war heuer natürlich durch diese Umstände schon ein bisschen eigenartig. Obwohl ich glaube, für den Sportler selber war es angenehmer, weil weniger Stress war, es waren weniger Leute dort. Aber wir sind dann gleich nach Hause gefahren, weil am nächsten Tag ist nach London gegangen, hat am Vormittag nochmal trainiert und dann am Nachmittag nach London. Und weil ja dort die Vorbereitung jetzt aufs Masters losgeht und der spielt heute im Laufe des Nachmittags das erste Mal. Und von dem her war kein großes Feiern möglich. Aber er ist trotzdem richtig happy, dass er diese Wahl gewonnen hat. Weil ich glaube, das ist doch eine Auszeichnung, wenn du in Österreich zum Sportler des Jahres gewählt wirst. Weil es gibt immer wieder tolle Sportler in Österreich. Und jetzt war heuer die Konkurrenz ja auch da mit einem David Alaba, der das Triple gewonnen hat. Also das war schon kein Selbstläufer. Hand aufs Herz. Hätten Sie am Sachverstand der österreichischen Sportjournalisten gezweifelt, wäre es Dominic heuer wieder nicht geworden? Eigentlich nicht, weil ich meine, es war in den letzten Jahren, ja, hat es sehr oft der Marcel Hirscher gewonnen, aber der hat letztlich auch richtig, richtig gute Saisonen immer gehabt. Und man hat heuer gesehen, dass jetzt kein Skifahrer nominiert war. Das heißt, wenn die Erfolge bei den Skifahrern nicht da sind, dann werden die nicht automatisch gewählt. Also das waren halt schon, war halt schon diesen außergewöhnlichen Erfolgen von Marcel Hirscher geschuldet. Aber der Dominic hat natürlich in den letzten 4 Jahren auch schon sehr, sehr gut gespürt. Ist jetzt mittlerweile zum 5. Mal beim Masters dabei. Und ich, von dem her, dass ich es jetzt eigentlich redlich verdient. Also der Ordnung halber so viel auch zur Causa Dominic Thiem. Wahrscheinlich wird er sich das eine oder andere Mal in dieses Gespräch drängen, bewusst oder unbewusst. Frau Präsidentin, das ATC wurde vor einem knappen Monat offiziell eröffnet und auch feierlich eröffnet. Und die Arbeit ist wie gut angelaufen, wenn man das jetzt schon mal in Form einer Zwischenbilanz analysieren kann. Die Arbeit ist sehr gut angelaufen. Uns gibt es ja als Verein, als offiziell eingetragenen Verein erst seit Mai. Wir haben an und für sich ein sehr unkompliziertes Personenkomitee begonnen, eben als ATC, und haben uns dann im Laufe des letzten Jahres immer wieder versucht, auch mit dem ÖTV zu arrangieren, zu committen, bis sich letztlich herausgestellt hat, eigentlich ist das nicht gefragt, was wir vorhaben. Und dann haben wir gesagt, es ist der Zeitpunkt gekommen, wir gehen unseren eigenen Weg, haben im Mai den Verein gegründet, im Juni begonnen, das Leistungszentrum in Dreiskirchen herzurichten und haben es jetzt am 22. Oktober offiziell eröffnet. Und darauf sind wir richtig stolz. Und all das, man sieht den Stolz ja aus Ihnen rauspurzeln sozusagen, alles ohne Steuergeld de facto. Absolut. Darauf sind Sie ja stolz, das zu deponieren. Stattdessen finden sich in diesem Verein durchaus namhafte und prominente Gönner und Wirtschaftstreibende, wahrscheinlich auch sehr potente. Ein bisschen plump gefragt, was haben denn all diese Herrschaften davon, dass sie sich innerhalb des ATCs als Gönner und Sponsoren inszenieren? Also diese Herrschaften, denen wir sehr, sehr dankbar sind, weil, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Cent an Subvention oder Fördergeld oder sonstiges Steuergeld bekommen und haben es trotzdem geschafft, ein Leistungszentrum aus dem Boden zu stampfen. Und diese Herrschaften verbindet etwas mit uns, das wir alle gemeinsam haben. Wir haben eine riesengroße Tennisleidenschaft und ein riesengroßes Tennisherz. Wir sind, wie es der Wolfgang auch immer sagt, Tennisenthusiasten. Und die Herrschaften glauben an uns, die glauben an den Weg, den wir eingeschlagen haben, und die wollen letztlich das Gleiche wie wir, nämlich talentierte Kinder in Österreich fördern. Also das sind lauter Idealisten, die auf keinerlei Gegenwert oder Gegenleistung hoffen. Für die größeren Sponsoren gibt es natürlich Gegenleistungen. Das Besondere unseres Leistungszentrums in Dreiskirchen ist ja, dass wir ausschließlich Hardcourts in der Halle haben.
Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal nicht nur in Österreich, sondern da kann man es durchaus auch europaweit vergleichen. Und diese drei Hardcourts haben sich die drei Hauptsponsoren gebrandet. Also ich sage jetzt am Beispiel, der Center Court ist der Dominic Thiem Platz. Der ist auch gebrandet mit den Initialen von Dominic. Und das ist auch für ihn erstmalig, dass er weltweit einen Platz hat, der mit seinem Logo gekennzeichnet ist. Und den hat sich zum Beispiel unser Hauptsponsor Frutura gesichert. Also da kriegt er schon eine entsprechende Gegenleistung. Wenn die Krone kommt, wenn sonstige Medien kommen, kommt er natürlich auch werblich ins Bild. Da gehen wir natürlich gerne mit gutem Beispiel voran. Wolfgang, wie schaut denn Ihre tagtägliche Arbeit dort aus? Oder wie schaut der Alltag für Sie als sportlicher Leiter dort aus? Wie oft trifft man Sie dort an, wenn nicht gerade die Krone kommt und Sie ins Studio bittet? Nein, wir sind jetzt, glaube ich, seit 4 oder 5 Wochen im Trainingsbetrieb. Und da ist jetzt schon so ein bisschen eine Routine eingekehrt. Also wir sind eigentlich von 8 bis 20 Uhr durchgehend auf den Plätzen. Und jetzt aufgrund der Einschränkungen, wo die Kleineren nicht spielen dürfen, sind wir bis 16 Uhr dort. Aber üblicherweise, wenn alles normal läuft, haben wir wirklich 3 Plätze komplett ausgebucht. Und es sind so zwischen 30 und 40 Spieler in dem Programm. Von 10 Jahren bis eben zum Dominik, Dennis Novak, Sebastian Ofner, Juri Rodionov, Lukas Miedler. Das sind so die Top-Spieler, die wir haben. Wichtig ist auch, dass wir eben dieses Inklusionsprojekt haben mit dem Nico Langmann, das Mädchenprojekt mit der Anastasia Servostova. Wir sind da relativ breit aufgestellt und für mich ist das eine neue Erfahrung gewesen, weil ich war jetzt noch über 20 Jahre in der Südstadt und bin aber richtig happy, dass wir da jetzt eben diese neue Anlage in Betrieb genommen haben und ich bin jeden Tag dort. Also ich fühle mich da ziemlich wohl und bringe mich auch da ein. Empfinden Sie gegenüber dem ÖTV eine gewisse Genugtuung, ob des Umstands, dass es jetzt offenbar ganz gut angelaufen ist? Das darf ich nämlich vielleicht kurz erklären als Hintergrundinformation. Barbara Muhr war ja jahrelang steirische Verbandspräsidentin, sehr verdienstvolle Verbandspräsidentin und auch Vizepräsidentin des ÖTV. Und es war, das ist ja kein Geheimnis, ein Bestreben von Ihnen beiden, Wolfgang Thiem als Sportdirektor beim ÖTV zu installieren. Das ist aus welchen Gründen auch immer nicht geglückt. Und daraufhin, Sie haben es ja kurz schon angeteasert, wurde eben das ATC als Parallelprojekt aus dem Boden gestampft. Denken Sie beide sich jetzt wird sich der ÖTV in den Allerwertesten beißen, weil all das hätte der ÖTV auch haben können, Wolfgang? Ich glaube, wir sehen das beide relativ nüchtern. Also wir haben ein Angebot gestellt. Wir haben damals, wie die Barbara Muschel gesagt hat, wir sind eben Tennis-Enthusiasten und wir wollen eben dem Sport alles was zu etwas zurückgeben, weil der Sport, der uns sehr, sehr viel gegeben hat. Und wir wollten das Angebot an den Verband stellen, weil das war das Naheliegendste, dass man gesagt, wir bringen eben unser Know-how ein. Und das war ihm dann nicht gewünscht aus den verschiedensten Gründen, aber da wollen wir jetzt auch gar nicht näher eingehen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir was Privates auf die Beine stellen. Und das ist uns dann mit einer Vorlaufzeit von 3 oder 4 Monaten gelungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich froh, dass es so gelaufen ist, weil wir einfach viel schneller entscheiden können. Wir müssen nicht die diversen Funktionärsebenen durchlaufen, sondern wir sind 6 Leute im Präsidium. Wir sind relativ schnell handlungsfähig, wir entscheiden relativ schnell. Und uns geht es im Endeffekt wirklich nur um den Sport, das muss man einmal sagen. Also bei uns geht es darum, dass wenn ein Mädel, ein Bursch ja, das Zeug hat oder die Liebe auch zu dem Sport hat oder das Ziel Tennisprofi hat, dann versuchen wir ihn nach allen Möglichkeiten zu unterstützen ja, und ihn in unsere Akademie einzubauen. Und das ist eigentlich der Hauptansatz. Also es sollte nicht sein, dass ein Jugendlicher, ja, Mädel, Bursche, den Traum nicht erfüllen kann, weil sie sich es eben nicht leisten können. Das ist unser Zugang und da wollen wir eben unterstützen. Also diesbezüglich ist die Familie Thiem ja auch ein bisschen ein gebranntes Kind, weil sie machen ja kein Hehl daraus, dass die Unterstützung des ÖTV für den Dominik und dessen Karriere enden wollend bis nicht vorhanden war, nicht? Wir haben eigentlich relativ wenig bis gar keine Unterstützung vom Verband bekommen. Wir waren jetzt nie hungerleidend, ja, also das muss man auch mal sagen, aber eine Tenniskarriere zu finanzieren, ja, das kostet so dermaßen viel Geld, ja, weil da spricht man von Beträgen zwischen 30.000 mit 12, 13 Jahren und es geht rauf bis 80.000, 100.000 Euro, wenn der mit 18, 17, 18 Jahren dann beginnt, international zu reisen. Und das kannst du unmöglich aus der Privatkasse dir leisten, das geht nicht. Das heißt, von dem her ist man eh schon einmal auf Gönner angewiesen und da versuchen wir eben
neue Wege zu gehen, dass man sagt, wir haben mehr Spieler dort, dann wird das Ganze auch ein bisschen billiger. Die Trainer, die dort arbeiten, uns geht es jetzt überhaupt nicht um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern für uns geht es einfach um die Sache. Ja. Und die Trainer, die dort arbeiten, muss ich mich auch einmal bedanken, die arbeiten nicht des Geldes wegen, sondern die arbeiten eben auch aus Liebe zum Sport, und anders ist so ein Projekt auch nicht umsetzbar. Frau Muhr, wäre also die Realisierung oder die Installierung des Projekts ATC innerhalb der Verbandsstrukturen des ÖTV gar nicht umsetzbar gewesen, oder waren Sie einfach zu fordernd? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich da nur dem Wolfgang anschließen. Ich glaube, man sollte jetzt einmal die Vergangenheit auch ruhen lassen. Wir sind auch sehr froh, dass es jetzt ein neues ÖTV-Präsidium gibt, das andere Signale aussendet. Wir sind ja plötzlich jetzt wieder interessant, seit wir das Leistungszentrum eröffnet haben, weil zwischendurch gab es ja doch schon einige Unkenrufe, so quasi, das ist eh nur Fake, was wir da machen, und in Wahrheit habt ihr eh keine Sponsorengelder und einen Wolfgang Thiem braucht man schon gar nicht als Sportdirektor. Taktische Finesse. Anscheinend. Aber ich glaube, mein Blick und unser Fokus am ATC war von vornherein klar, wir wollen einfach Kinder und Jugendliche fördern. Davon sind wir überzeugt. Wir haben keinen Breitensport, wir sind ausschließlich auf Leistungstennis und auf Inklusionsprojekte fokussiert. Und dafür schlägt unser Herz. Dafür schlägt das Herz der ATC-Member, dafür schlägt das Herz unserer großartigen Sponsoren. Wir haben neben Frutura auch zum Beispiel Soccercoin im Boot, oder wir haben die Soravia-Gruppe im Boot, den Thomas Mann im Boot. Also es gibt so viele beherzte, leidenschaftliche Menschen einfach, die sagen, ich möchte mithelfen, dass es neue Dominic Thiems in Österreich gibt, dass es neue Barbara Schätz in Österreich gibt. Und das ist einfach eine Freude, wenn da alle unkompliziert zusammengreifen. Möglicherweise kriege ich jetzt gleich eine auf die Finger von Ihnen, weil ich den Scheinwerfer nämlich einmal noch in die Vergangenheit richten mag, nämlich in Ihre persönliche Vergangenheit. Möglicherweise kriege ich jetzt keine neuen Erkenntnisse aus Ihnen raus, aber Sie werden verstehen, dass ich die Frage zumindest stelle, nämlich die nach Ihren Beweggründen für das Ende Ihrer Amtszeit beim Tennisverband. Offiziell hat es damals ja geheißen, es sind persönliche Gründe. Mehr ist eigentlich nie nach außen gedrungen. Ist jetzt womöglich die Zeit, dass Sie sagen, okay, jetzt kann ich ein bisschen mehr rauslassen, oder bleibt es bei den persönlichen Gründen? Also erstens einmal können Sie mich alles fragen. Das ist sehr löblich von Ihnen. Sie antworten ja eh, wie Sie wollen. Größtes Vertrauen in die Kronenzeitung. Das ist Balsam auf die geschundene Journalistenseele. Also, einer Psychologin. Um ganz korrekt zu sein, ich habe meine Amtszeit nicht beendet, sondern ich habe sie ruhend gestellt. Das heißt, Sie könnten jederzeit das Amt wieder hochfahren? Wir haben einen einstimmigen Präsidiumsbeschluss gefasst, dass ich bis auf jederzeitigen Widerruf das Amt ruhend gestellt habe. Das habe ich damals zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es einfach schon extrem angespannt war zwischen ÖTV, zwischen der Bewegung ATC, und ich wollte einfach ein bisschen Tempo und ein bisschen Stimmung aus dem Ganzen nehmen. Wir haben uns dann in der Zwischenzeit eben auch neu aufgestellt, als Verein positioniert etc. Und wie gesagt, wir bekommen ja derzeit sehr, sehr viele und auch sehr positive und unter Anführungszeichen neue, jetzt konstruktive Signale aus dem neuen ÖTV-Präsidium, ob wir nicht doch in irgendeiner Form eine Brücke finden werden. Und ich werde alles daran setzen, unser Ziel weiter zu verfolgen, alles, was den Kindern tut, gut, und den Menschen mit Beeinträchtigungen im Tennissport gut tut, werden wir fördern. Apropos neues ÖTV-Präsidium, vielleicht haben Sie es gesehen, der eben neue ÖTV-Präsident Magnus Brunner war vor kurzem nicht hier, sondern noch im alten Studio. Wie gesagt, wir haben jetzt Sportweltpremiere hier in diesem neuen Studio. Und der hat natürlich auch über das Thema Team-Team gesprochen und gemeint, die Gesprächsbasis sei gerade zu Wolfgang Thiem eine sehr gute. Ist das so, oder ist Ihnen das momentan wurscht, was der ÖTV über das ATC denkt? Ich glaube, dass jetzt die Zeit da ist, mit einem neuen Präsidium neu zu verhandeln, sich vielleicht an den Tisch zu setzen. Es war ja von uns nie das Signal, wir wollen nicht, sondern das ist eher von ÖTV-Seite ausgegangen, weil da gab es eben das alte Präsidium rund um die Frau Doth, die eigentlich gar kein Interesse gehabt hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist aber Geschichte. Und ich habe mich im Sommer erstmals getroffen mit dem Magnus Brunner. Und da haben wir uns einmal grundsätzlich über die Lage im österreichischen Tennis unterhalten. Ich habe ihm meine Eindrücke geschildert. Und da war es aber noch gar nicht klar, ob er das Präsidentenamt annehmen möchte oder ob er sich der Wahl stellen möchte. Und wir haben in der Stadt
Natalie kurz gesprochen. Ich kenne ja die Leute, die da jetzt im Präsidium sind. Also ich kenne den Magnus Brunner, ich kenne den Georg Blumauer, ich kenne den Jürgen Melzer, der Sportdirektor werden wird und mit Februar startet. Also da sind jetzt Fachleute quasi da und von dem her glaube ich, dass das jetzt vielleicht funktionieren kann. Aber von uns ist die Bereitschaft da. Also wir kooperieren, wenn es sinnvolle Synergien gibt. Wir sind ja im Endeffekt so aufgestellt, ja, dass wir relativ autark sind und uns selbst ganz gut versorgen können. Wir haben relativ gute Spieler. Wir brauchen jetzt ja niemanden zum Sparring spielen, zum Training. Das ist immer das Problem, wenn du jetzt einen guten Spieler hast und du bist alleine mit dem, dann musst du dich irgendeiner Gruppe anschließen oder dann musst du von Mal zu Mal in eine Akademie fahren oder eben zum Beispiel in die Südstadt fahren, um dort bessere Trainingsmöglichkeiten vorzufinden. Das Problem haben ja wir nicht. Das heißt, ich sehe es jetzt eher so, dass der ÖTV vielleicht im Moment von uns was braucht. Aber ich lasse das auf uns zukommen und dann werden wir schauen. Aber von uns ist jedenfalls, wenn es Sinn macht, ist die Bereitschaft da. Ich mag die These vielleicht Ihnen, Frau Präsidentin, entgegenschleudern. Ist es von außen betrachtet, auch wenn Sie sich natürlich auf den Standpunkt zurückziehen können, dass es nicht Ihre Baustelle ist, aber trotzdem nicht ein Wahnsinn, dass ein kleines Land wie Österreich jetzt in Wahrheit drei große Tennisblöcke bestreiten muss oder unter einen Hut bringen muss? Da gibt es nämlich die Südstadt mit Günter Bresnik, dann gibt es den ÖTV und eben seit neuestem auch das ATC. Da gehen ja Unmengen an Ressourcen verloren, wenn man die bündeln könnte. Ginge ja vielleicht im gesamtösterreichischen Tennis viel mehr weiter, oder? Da haben Sie sicher recht und ich verfolge, ich komme ja in meinem Brotberuf aus der Wirtschaft, wo ich den Magnus Brunner auch seit vielen Jahren schon kenne und schätze, immer nach dem Prinzip vorher Stärken stärken. Und ich glaube, das bisherige Problem auch im österreichischen Tennis war einfach, dass man viel zu sehr in den Schwächen von manchen Institutionen oder Menschen herumbohrt und sich auf die konzentriert. Wenn wir alle unsere Stärken bündeln und Synergien schaffen, dann können wir genau das machen, was wir im ATC vordergründig machen, nämlich Kinder, Jugendliche, Talente fördern. Egal aus welchem Elternhaus sie kommen, egal ob sie begütert sind oder nicht. Das ist und bleibt unser Ziel. Und wer diesen Weg mitgehen möchte, wir sind offen und freuen uns drüber. Ist es vor diesem Hintergrund auch ein Bestreben von Ihnen, den Kontakt zu einem gewissen Günter Bresnik zu suchen? Ich weiß, das ist immer ein bisschen heikel, in diesem Rahmen über Günter Bresnik zu reden. Andererseits weiß ich auch, dass Wolfgang-Team sehr entspannt drüber spricht, zumindest in der Öffentlichkeit. Die Erfahrung habe ich ja beim letzten Interview gemacht, hat das sehr souverän gehandhabt, diese Causa. Wie ist Ihr aktuelle Gesprächsbasis? Also ich habe vor vielen Jahren und war damals auch die erste Landespräsidentin oder als der erste Landesverband, der aktiv auf den Günter Bresnik zugegangen ist. Wir haben damals eine Kooperation begonnen mit unseren steirischen Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, jeder von uns hat seinen eigenen Zugang zum Günter, auch ich. Ich schätze ihn extrem. Er kann viel, er hat eine hohe Tenniskompetenz. Er hat, wie wir alle, extrem viele Stärken, aber auch, wie wir alle, seine Schwächen. Und ich bin auch nach wie vor in einem guten Einvernehmen mit ihm. Einen Namen oder einmal mag ich noch Name-Dropping betreiben, und zwar in Form von Barbara Schett. Man weiß, Barbara Moore hat mit Barbara Schett, übrigens auch mit Hilfe der Steirer Krone meines Wissens, ein Projekt aus dem Boden gestampft, das zumindest in der Steiermark auch für viel Aufsehen gesorgt hat. Ist Barbara Schett ein Thema für das ATC? Weil man hört das ja wohl auch aus ÖTV-Kreisen, dass man sich um ihre Dienste bemüht. Gibt es jetzt ein Wettrennen um die Experten in Österreich? Also Sie haben bestens recherchiert. Die Steiermark und der Steirische Tennisverband waren auch hier vor vielen Jahren federführend. Wir haben Ready, Set, Go ins Leben gerufen, in Kooperation mit der Kronenzeitung und haben ein einzigartiges Mädchenprojekt in Österreich hochgefahren, wo die Babsi Schett Schirmherrin ist, so wie wir es jetzt beim ATC mit der Anastasia Sevastova haben. Die Babsi ist seit der Stunde Null aber auch Member im ATC, weil sie auch sieht, dass sich das nicht unbedingt schneiden muss. Und der Steirische Tennisverband ist ja auch der erste und bisher einzige Landesverband, der mit uns als ATC eine Kooperation hat. Der Wolfgang Thiem leitet das Projekt Next Gen Domi, wo die talentiertesten Kinder und Jugendlichen in der Steiermark regelmäßig mit der ATC-Akademie zusammenarbeiten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Den Matchball mag ich ganz gerne den Wolfgang verwerten lassen. Was darf man sich denn von Dominik in London erwarten? Also gut gelandet ist er offenbar. Wie sieht jetzt sein weiterer Fahrplan aus und was trauen Sie ihm zu? Was dürfen wir ihm zutrauen? Ich glaube, der Dominik hat sich in den letzten 1,5 Jahren extrem stabilisiert, ist wirklich zu einem konstanten Tennisspieler geworden.
Das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, auch diesen ganzen Veränderungen geschuldet. Und wenn ich mein Umfeld ändere, dann dauert es immer Zeit, bis das Ganze greift. Ja. Und das ist jetzt wirklich, steht auf sehr, sehr soliden Beinen. Und in London sind die Leute dabei, die über das ganze Jahr weg, trotz dieser Kuriositäten heuer, die besten Leistungen gebracht haben. Und da kann jeder gewinnen. Also ich traue ihm das definitiv zu, dass er das Masters gewinnen kann. Alle anderen Spieler sind auch in einer sehr guten Form. Aber für mich ist das Wichtigste, dass er als Spieler, als Mensch, als Persönlichkeit in den letzten 1,5 Jahren so dermaßen gereift, sich so dermaßen verändert hat, sich so dermaßen entwickelt hat. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und wir werden, wenn es irgendwas hilft, schauen wir jetzt schon nichts, die Daumen drücken. Das tun Sie dann bitte auch ab nächster Woche, das Masters oder die Finals steigen. Also wir berichten auf Krone.at natürlich ausführlich darüber. Herrschaften, Frau Präsidentin, Wolfgang Thiem, vielen Dank für den Besuch im Studio. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.